Keine Ahnung warum, aber ich glaube, Erkältung ist es, glaube ich, nicht, ganz ehrlich. Und mir ist mal was aufgefallen. Seit ich angefangen habe zu Let's Playen, bin ich nicht ein einziges Mal krank gewesen. Wirklich. Das muss ja was Gutes heißen. Also seit dem Let's Playen, also seit dem Anfang des Let's Playens von mir, bin ich nicht einmal wegen Krankheit ausgefallen. Also ich habe bisher immer nur die Folgen nicht hochgeladen, wenn ich gerade erstens keine Folgen hatte. Oder es vielleicht so war, dass ich den, na gut, Upload vergessen ist ja wohl schwer. Was gab es noch für Gründe, warum ich nichts hochgeladen habe? Ja, weil ich im Urlaub war zum Beispiel. Einfach weil ich keine Zeit hatte. Das kann auch natürlich sein, aber das ist ja eher weniger. Aber wegen Krankheit bin ich noch niemals ausgefallen. Das hatte ich noch gar nicht. Und das werde ich auch hoffentlich nie haben. Hier muss ich ein bisschen vorsichtig sein, sonst kommt das Hausküken und springt hier raus, ne? Und dafür muss ich mir was ausdenken. Ich habe da eine Idee. Ganz ehrlich, ich mach's jetzt mal folgendermaßen. Kommst du her? Kommst du her? Alter, es glitscht da durch. Es will da jetzt durch. Ich weiß das. Haben wir Seeds dabei? Nein, schade. Komm, beweg dich, Mann. Das gibt's doch nicht. Ich mache jetzt ganz vorsichtig hier, damit das Ding nicht flieht. Kommst du wohl hier mal her? Ich habe jetzt eine Idee, wie ich das ganze Ding hier secure machen kann. Ich hoffe mal, das hüpft jetzt da nicht raus. Gut. Es sieht einfach ein bisschen anders aus, ein bisschen besser. Finde ich ganz gut. Kann man so lassen. Aber das will doch nicht weg hier. Na, endlich. Dann habe ich eine Idee. So, pass auf, ist jetzt eingesperrt. Sorry, Hausküken, aber du bleibst da drinnen. Denn das muss jetzt einfach mal sein. So, dann machen wir das weg, dann machen wir das weg. Dann ist es jetzt mal temporär eingesperrt, da kann ich jetzt auch nichts machen. Oh, von draußen, wie sieht das denn aus? Sorry, Küken, aber muss das mal erleiden. Das muss jetzt sein, sorry, weil ich gerade beim Bau gestört werde und das will ich ja nicht. Das möchte ich ja gekonnt verhindern. So. Ja, von innen ist halt ein bisschen langsamer, aber ich finde einfach von innen ist es sicherer, weil man die Fackeln halt sieht und weiß, wann die runterfallen, ob die runterfallen und wie die runterfallen. Das ist besser. Ja, das kann man auf jeden Fall so lassen. Ja, so jetzt nicht. Moment, da klingelt gerade jemand an der Tür. Scheiße, ich bin gleich wieder da. Tja, das war nur ein Bekannter eben gerade von nebenan, zwei Häuser weiter, der wollte mein Dad sprechen, aber nein, der ist heute leider erst spät zu Hause, sorry, kann ich nichts machen. Bin ich auch froh, dass jetzt nichts irgendwie anderes war, denn ich bin ja gerade in der Aufnahme, das ist mir noch nie passiert, das soll auch niemals passieren. Bin ich froh, dass er dann wieder gegangen ist, und zwar direkt. Ist das Holz jetzt draußen oder was? Nee. Kann eigentlich ja gar nicht sein. Ich mach's einfach von drin hier. Das geht zwar nicht so schnell, aber ich mach's einfach mal so. Dann haben wir das hier nochmal. Dann weg. Nee, das Holz ist ja gar nicht. Und hier fehlt noch ein Block oder ein Block ist zu viel. Das ist egal. Machen wir den weg. Dann passt das auch wieder. Da muss eigentlich, Moment, das habe ich einen Schönheitsfehler hier. Und zwar den hier. Perfekt. So soll das sein. Haben wir schon wieder ganz viel Holz hier von dem Spruce Wood. Fichtenholz haben wir zu viel. Aber ist egal. Ich glaube, hier kann ich jetzt mal so machen, weil ich das Hausküken ja eingesperrt habe. Das kann jetzt nichts mehr machen. Kein Stress mehr mit dem Ding. Dann können wir jetzt in Ruhe mal hier bauen. Das ist ja super. Gefällt mir. Und eigentlich müsste ich mal wieder ein Thema besprechen, weil ja. Es ist jetzt ja so, dass ich gerade baue und das ist langweilig, das wissen wir alle. Deswegen sollte ich mal vielleicht ein Thema ansprechen. Weiß nicht, ob ich da irgendwas habe. Ich kramme mal meinen Gedanken rum, mal gucken, ob ich irgendwas finde, was da halbwegs sinnvoll wäre. Ja, weiß nicht. Jedenfalls ist mir mal wieder aufgefallen, es ist natürlich schade und sowas. Und euch ist sicherlich auch aufgefallen, dass ich in letzter Zeit mal ein bisschen bei ein paar Videos
einen Titel verwendet habe, der etwas reißerisch klingt. Also bei manchen Videos zum Beispiel, gerade auch bei PV Party und so, habe ich ja umgeschwenkt quasi. Bei Blitz Survival Games war es gleich am Anfang so und jetzt habe ich bei PV Party auch umgeschwenkt. Und zwar habe ich ja, wie ihr wisst, dort jetzt immer auch einen Folgentitel drin, ne? Und der ist einfach, ja, wie soll ich sagen, der soll natürlich Aufmerksamkeit erregen, weil sonst habe ich gemerkt, da klickt auch kein Mensch drauf auf PV Party und alle, und auch auf Survival Games nicht, auf Blitz Survival Games, da klickt kein Schwein drauf, das ist einfach so. Und ich, naja, wollte mal vielleicht ein paar Leute da hinlocken, die vielleicht Bock haben, dass sich das anzusehen. Na, deswegen auch solche Sachen, habe ich auch solche Sachen wie zum Beispiel das mit der Kindheitsstory mal bei PV Party gemacht. Damit ein paar Leute darauf aufmerksam werden könnten, auf das Format, ob das vielleicht was für sie wäre. Man merkt es ja auch wirklich immer wieder. Ich finde es auf jeden Fall schade, was da mit den reißerischen Titeln teilweise gemacht wird. Und meine Titel sind zwar schon etwas reißerisch, aber es gibt ja noch viel dreistere Titel. Ihr wisst ja, ich habe in meinem Pokémon Diamant Let's Player auch einige YouTuber drin. Also ich habe ja die Pokémon nach YouTubern benannt. Und wenn ich irgendwie einen YouTuber im Titel habe, wenn da zum Beispiel steht, ungespielt entwickelt sich, hat das Video gleich irgendwie 10-mal so viel Klicks, wie es normalerweise hätte. Das ist, naja, nett ausgedrückt etwas verwunderlich, denn warum? Ich verstehe es einfach nicht. Und wo jetzt weiß, die verdammte Fackel, ich glaube hier war die, ne? Da muss hier noch eine hin, das passt dann auch besser. Es sieht ein bisschen, finde ich, geräumiger aus. Ja, doch, es sieht ein bisschen geräumiger aus, es ist ein bisschen größer. Das gefällt mir schon ganz gut hier. Da mache ich aber von innen, ja, pass auf, was ich jetzt mache. Ich werde jetzt einfach mal direkt von innen schon mal die Fackeln markieren, wo die hingehören. Und wo ich dann schon mal einen Block hinsetze. So, dann kommt hier schon mal einer hin. Der ist draußen, egal. Fackel, perfekt. Ich hoffe nur, dass halt von draußen keine Fackel abgefallen ist. War da draußen eigentlich eine Fackel dran? Augenscheinlich nicht, das ist gut. Aber hier, ich könnte ja eigentlich auch mal hier eine Leiter hinmachen, damit ich hier wieder ins Haus reinkomme. Wäre auch eine Idee. Komm schon, Rüstung ist hier eigentlich kaputt. Ich finde diese Fallanimation auch voll geil, die neulich eingebaut wurde. Die mag ich voll. Hier ist noch eine Fackel, dann machen wir die auch mal weg. Und ja, mit den reißerischen Titeln ist es einfach so, dass, naja, ich finde es ja okay, wenn man da auch mal was mit Caps Lock reinschreibt. Das machen ja eigentlich fast alle YouTuber mittlerweile, außer vielleicht Gronkh. Und einige Let's Player halt, die machen das nicht so heftig wie andere YouTuber, finde ich jetzt. Muss ich fairerweise auch mal sagen, das ist einfach, naja, ist es einfach so. Und es ist einfach wirklich, wenn man einen YouTuber erwähnt, der halbwegs groß ist, dann bekommt man echt viele, viele Klicks auf dem Video. Und das ist, naja, merkwürdig. Gerade auch auf meinem Zweitkanal, wo ich jetzt eine News-Show gestartet habe, da habe ich einfach mal auch... Klar, dass da auch reißerische Titel sind, aber um diese Themen habe ich auch, die Themen waren ja auch in dem Video vertreten. Ich meine, da war mir klar, dass ich, wenn ich irgendwie ein Thema als Thema Edward Snowden habe und Call of Duty Ghost, das ist ja klar, dass dann da irgendwie mehr Leute draufklicken. Und das ist ja auf jeden Fall so, dass, ich meine, ich habe da 2 Abonnenten durchbekommen durch ein Video. Das finde ich natürlich schon mal gut, vor allem, weil ich ja vorher gar keine hatte. Keine Abonnenten. Also das merkt man ja auch immer bei LeFloid zum Beispiel. Er hat ja 1 Million Abonnenten ungefähr. Aber seine News-Folgen haben teilweise auch 1 Million Klicks. Das ist wirklich krass. Es ist einfach so, weil das News sind, die viele Leute interessieren. Und das sind auch Tags, die viele Leute eingeben. Ich meine, wer gibt heutzutage nicht schon mal Angela Merkel in Tags ein? Also in YouTube, um da mal was zu suchen. Das kann natürlich auch mal sein. Und gerade dafür finde ich einfach... ist das schon echt schlau gemacht von LeFloid, weil er genau weiß, da sind so viele Leute, die sich das interessiert und die klicken da alle drauf. Es ist ja auch einfach so. Stimmt ja auch. Da klicken auch viele drauf, weil es einfach interessant ist für die. Oh ja, der Opa-Song wieder. Oh, schön. Ist ja Wahnsinn. Ich glaube, es wissen, wer der Babu ist. Rauf die Abi ist das der Lambo und Ferrari sitzt auf die Arabi Money Rich. Wissen, wer der Babu ist. Immer noch derselbe Harte Kids macht bloß keine. Nein, ATZ macht bloß keine Harte Kids, bevor ich komm und dir deine Nase brech. Wissen, wer der Babu ist. Immer noch derselbe Chabo Bitch, den du am Bahnhof triffst. Wie er gerade Nasen snifft. Wissen, wer der Babu ist.
wissen, wer der Babo ist. Drücker Kopf ab, Mortal Kombat, Vollkontakt, aller Umrat und so weiter und so weiter und so weiter. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Eigentlich überhaupt nicht. Ich will auf gar nichts hinaus. Das war stumpf. Und stumpf gehört auf einmal zu meinem Kanal. Es ist einfach so. Fackel dran, Problem vergessen. Da war doch irgendwie noch ein Holzstück, was da nicht hingehörte, oder? Nee, das habe ich gerade eben weggemacht. Dann passt das ja schon. Das gefällt mir. Ach, das war falsch, ich Idiot. Lalala, dann gehe ich mal von drinnen gleich wieder rein. Von drinnen gehe ich rein, wow, schlauer Satz. Nee, ich gehe mal gleich wieder rein und guck dann, ob das Holz da auch noch liegt. Denn das brauchen wir ja. Unser Holz, oh, das ist Wahnsinn. Eine Wand haben wir schon fertig, das ist aber sehr wenig. Okay, die zweite Wand haben wir auch schon fertig. Dann will ich nicht sagen, Boden und Decke sind sowieso fertig. Daher ist es egal. Da es kann gar kein Holz sein, was da nicht hingehört, denn die Wand ist ja zu, das geht da schon. Die Leiter gehört da noch hin. Moment. Ja, Fackeln haben wir auch fast keine mehr, ne? Das gefällt mir auch nicht. Da haben wir noch irgendwie Kohle in der Kiste. Ne, die Kohle haben wir dabei. Dann machen wir das auch mal. Hauskugeln lasse ich aber besser noch da drinne, weil ich weiß ja nicht, ob das irgendwie noch ausbrechen könnte. Es kann auf jeden Fall. Da sollte man sich nicht zu früh freuen. So, 16 Sticks, das reicht mir. Und nochmal 64 davon. Vielen Dank. Habe ich gerade mir nochmal 64 gemacht, ich Idiot? Egal, haben wir halt nochmal 2x 64, ist mir dann auch egal. Wir haben uns gerade wirklich so viel gemacht. Egal, dann haben wir halt nochmal ein paar Fackeln, ist mir dann egal. Das Zeug packe ich mal wieder hier hin, die Kohle soll mal wieder nicht draußen rumfleuchten, soll mal wieder rein hier. Okay, weiter im Kontext natürlich. Holz, ich meine Essen, ich denke immer sofort an Holz. Aber Holz haben wir gerade aufgebraucht. Mal gucken, was man so machen kann. Wunderbar, wunderbar. Na, so kann ich nur sagen, wenn man da mal in seinen Videos ein paar etwas reißerische Titel drin hat, dann kann man sich auf jeden Fall sicher sein, dass es mehr Aufmerksamkeit bekommen wird. Also solche News-Sendungen sind auf jeden Fall ganz besonders prädestiniert dafür, denn die bekommen richtig viele. Also das ist der Wahnsinn. Es ist Nacht, das ist nicht gut. Sollte ich vielleicht nicht machen, aber ich lasse es trotzdem. Ich mache es trotzdem, meine ich. Man muss echt sagen, ja, also Vlogs machen echt Spaß. Hätte ich echt nicht so hart gedacht, dass es wirklich so cool ist. Aber es macht echt Spaß. Also Vlogs sind schon ganz cool. Man muss halt nur bei meiner Kamera gerade darauf achten, dass man die perfekten Lichtverhältnisse hat. Wenn es nur minimal halt nicht so gut ist, dann es muss auch schon, es reicht auch schon, wenn die Lichtverhältnisse so schlecht sind, dass man sie gar nicht merkt. Also die Lichtverhältnisse sind halt gut. Man sieht, draußen scheint die Sonne, alles ist super. Und dann nimmt man auf und das Video guckt man sich auf der Kamera dann an, denkt man, super, das hat ja eine geile Qualität. Und nachher auf dem PC merkt man, das ist ja mega scheiße. Das Bildrauschen ist wirklich extrem stark. Da muss ich nochmal mit Magic Lantern oder sowas rumfuchteln, mal gucken, ob das irgendwas bringt. Ich hoffe mal. Denn bei Canon kann man ja noch so ein Plugin installieren, nennt sich halt Magic Lantern. Da kann man noch alles einstellen, was man will. Für Fotos, für Videos und sowas. Das kann man auf jeden Fall machen. Auch wenn ich sagen muss, dass sich im Nachhinein für mich ein Camcorder allemal mehr gelohnt hätte als eine Spiegelreflexkamera. Da habe ich echt nicht wirklich nachgedacht oder mich nicht genug informiert. Ja, und da habe ich auch nicht genug nachgedacht, dass ich mal mein Gebiet hier abriegel. Nee, komm, weißt du was? Ich gehe ins Wasser, aber ich will nicht, dass mir da das Ding hier detoniert und alles in die Luft fetzt, was mir lieb und teuer ist. Das kannst du knicken. Du gehst jetzt sterben, auf eine ganz besondere Art, genau. Auch voll logisch, dass die Fackeln nicht getroffen werden von der Explosion, die werden ja eigentlich auch total down. Aber nein, die Fackeln werden nicht getroffen, das ist die physikalische Engine von Minecraft. Da braucht man sich auch gar nicht wundern über irgendwas, denn das ist total normal, ja. Ja, dann haben wir nochmal den Sandstein. Ich bin mir echt halt nicht sicher, ob ich den Sandstein lassen soll oder nicht. Der sieht ja schon schick aus, finde ich. Ich mag den Sandstein richtig gerne, weil der halt sowas Luxuriöses hat. Weil ein Haus aus Sandstein hat einfach auch nicht jeder. Das ist Privileg. Das muss man auch mal ausnutzen. Ja, ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das gut findet mit dem Sandstein. Ob ihr das behalten wollt, ob ich das vielleicht wegmachen soll. Bin ich auf jeden Fall offen für alle möglichen Ratschläge, was ihr da so besser findet. Denn sonst hatte ich halt darauf nachgedacht, auch mal darüber, vielleicht da Holzstämme hinzumachen, statt dem
Sandstein, denn die Holzstämme halt dann, die, also die Stämme halt dann so querlegen, wisst ihr ja, wie das geht.